rieselt das Geld. Ja, und damit ganz, ganz herzlich willkommen zum nächsten Star Citizen Event, nämlich dem Luminellia Event 2022 oder 2952. Ich habe es euch gestern schon im Star Citizen News angekündigt, dass es heute, also gestern quasi, stattfindet. Naja, ich bin gerade ein bisschen durcheinander mit der Zeit. Egal, es läuft auf jeden Fall jetzt und zwar noch bis zum 10. Januar. Und es gibt einige sehr, sehr schöne Dinge, gerade für Neulinge von Star Citizen, die vielleicht die IAE verpasst haben oder ja, jetzt zur Weihnachtszeit vielleicht ins Spiel einsteigen wollen, ein bisschen Weihnachtsgeld da reinpacken möchten. Deswegen, wir sprechen mal kurz drüber, dann schauen wir uns das Inside Star Citizen an und dann noch die Subscriber-News oder vorher die Subscriber-News mal sehen, wie die Reihenfolge dann genau ist. Also, Luminellia, worum geht's da? Ich mach's euch mal kurz hier in Deutsch. Es geht um das Weihnachtsevent von Star Citizen, das heißt also, wir haben verschiedene Special-Angebote, wir haben verschiedene Feierlichkeiten im Spiel und wir haben vergünstigte Game-Packages. Zunächst mal die Game-Packages. Da sieht's so aus, ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier ein Spielpaket zu kaufen mit einem gewissen Rabatt und der kann sich durchaus sehen lassen. Das schöne Cutter-Package von der IAE ist leider nicht mehr da. Jetzt ist das etwas schlechtere Package da. Aber das ist gar nicht so tragisch, denn wir haben dafür das Avenger Titan Game Package und das Nomad Game Package hier reduziert und zwar ziemlich solide. Nämlich einmal um 20% und einmal um 25%. Und das bedeutet, ihr bekommt hier bei diesen beiden Packages das Spiel Star Citizen quasi geschenkt, denn ihr zahlt hier am Ende das gleiche Geld bei der Avenger, also beim Avenger Game Package, wie als würdet ihr euch die Avenger kaufen. Das heißt, das Spiel selber kostet euch quasi nichts. Und beim Nomad Package ist das Package sogar 10 Euro günstiger als die Nomad ohne Game Package. Also das lohnt sich wirklich, wer da zuschlagen möchte. Ich weiß, die kosten ein bisschen mehr als die normalen Packages, aber trotzdem durchaus solide. Das Aurora Package ist für die, die am allerwenigsten Geld ausgeben möchten. Die haben ja 10% Rabatt, also rund 6 Euro, die ihr hier spart. Die beiden Packages hier kann man sich auch überlegen, also es ist alles möglich, theoretisch kein Problem. Bei der 100i ist der Rabatt minimal, da zahlt ihr für das Spielpaket ungefähr 2 Euro und der Rest ist für das Schiff. Insofern geht also auch, ne, was ihr wollt. Es lohnt sich aber auch noch aus einem anderen Grund, denn wir haben aufgrund des Luminellias ein Alpha 3.18 Referral Bonus. Ja, der sollte eigentlich mit 3.18 kommen und ich gehe auch weiterhin davon aus, dass 3.18 nicht mehr lange auf sich warten lässt. Vielleicht kommt die heute auf dem PTU Wave 1. Wir schauen mal. Möglich wäre es auf jeden Fall. Ja, ich kann es euch aber natürlich nicht versprechen. Kommt dann einfach ins Stream. Wir gucken, ob es dann klappt oder nicht. Ihr bekommt nämlich, wenn ihr euch jetzt einen Star Citizen Account erstellt und euch ein Game Package kauft, eure Wahl, dieses Argo oder diesen Argo MPUV gratis dazu mit lebenslanger Versicherung. Der hat einen Eigenwert von $35 und das heißt, ihr könnt also upgraden, wenn ihr ihn nicht haben wollt. Das ist sehr, sehr praktisch. Mal als Beispiel kurz hier gezeigt. Wenn wir in die Upgrades reingehen und mal den MPUV hier auswählen, MPUV, Cargo in dem Fall, ne, $35 wert, dann könnt ihr zum Beispiel auf, was weiß ich, auf eine, was nehmen wir mal, auf einen schönen Dogfighter vielleicht oder irgendwas anderes praktisches, eine Nomad zum Beispiel, ne, könnt ihr auf eine Nomad upgraden und zahlt nur die Differenz. Also sie schenkt euch quasi hier einen $35 Gutschein, wenn man so will, mit lebenslanger Versicherung, die ihr auch mitnehmt auf euer Schiff, wo ihr dann hin upgradet. Geht auch auf ein Fahrzeug, das ist ganz euch überlassen. Und insofern ist es eine wirklich schicke Sache. Was ihr dazu machen müsst, ist, wie gesagt, ein Game Package kaufen, jetzt während der Aktion und euch einen Account auch erstellen mit dem Referral Code. Das ist wichtig, sonst wird es nicht gezählt. Der Referral Code, den findet ihr unten im angepinnten Kommentar. Da ist der Link, da könnt ihr euch direkt einen Account erstellen und auch da ist dieser Referral Code gleich mit dabei. Automatisch müsst ihr euch um nichts kümmern und dann kauft ihr euch ein Spielpaket und das war's. Ihr müsst wahrscheinlich warten, bis ihr das bekommt, also diesen Referral Bonus bis zum 10. Januar, denn so lange läuft die ganze Aktion, aber ihr bekommt es dann, ne? Also keine Sorge. Ihr gebt noch 5000 Startgeld extra obendrauf, so wie immer beim Referral-Bonus. Insofern also eine schöne Kombi, würde ich mal sagen. Das ist jedenfalls meine Sicht hier. Ihr könnt ja mal eure in die Kommentare reinschreiben. Aber so habt ihr ein sehr viel günstigeres Game-Package und noch einen $35 Gutschein. Und kann man eigentlich nicht viel mit falsch machen, aus meiner Sicht. Das ist eine.
Das zweite ist, wir bekommen einen neuen Adventskalender. Und der geht noch nicht. Also wenn ihr hier draufklickt, dann kommt ihr hier runter. Der wird dann hier also aufgehen. Aber der beginnt erst ab dem 11. Dezember, also am Sonntag. Und läuft bis zum 22. Dezember durch. Das Schöne ist dieses Mal, und das haben sie hier extra nochmal hervorgehoben, dass es 100% Geschenke im Spiel sind. Also Ingame-Goodies und keine Wallpaper, keine Werbebildchen oder sonst was, sondern wirklich Ingame-Sachen. Das heißt also Skins, das heißt irgendwelche anderen kosmetischen Sachen, Waffen, Rüstungen, vielleicht auch irgendein kleines neues Vehikel, man weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen, wir werden das sehen. Ab Sonntag kann man dann also jeden Tag hier ein Türchen öffnen und falls ihr ein Türchen mal verpasst, keine Sorge, ihr könnt noch bis zum 10. Januar rückwirkend die Türchen öffnen. Also da verpasst ihr wirklich nichts. Lohnt sich übrigens auch dann, das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig für alle die unter euch, die noch keinen Account haben, noch kein Spiel haben und auch das Spiel sich jetzt nicht kaufen wollen. Erstellt euch trotzdem einen Account. Wenn ihr euch das Spiel irgendwann mal holt, dann freut ihr euch, dass ihr hier mitgemacht habt und diese 12 Items, was auch immer das denn ist, in eurem Webhangar drin sind. Denn es kann hier jeder mitmachen, egal ob er ein Game Package hat oder nicht. Ganz, ganz wichtig. So. Wer ein Game Package hat, der kann jetzt im Spiel diese Geschenke sammeln. Die finden sich in den Locations, also in Lorville, in Area 18, in Nürnberg, überall, wo ihr halt unterwegs seid, in den Raumhäfen, in den Hotelebenen, überall. Müsst ihr ein bisschen gucken. Und die könnt ihr einfach einsammeln und dann im Spiel verkaufen. Jedes dieser Päckchen ist leider nur 500 Alpha UEC wert. Das ist weniger als letztes Jahr, da waren es mal 1000. Aber ihr habt eben auch kein Risiko. Also ihr habt waffenfreie Zone, es kann nichts schief gehen. Insofern macht es einfach, da habt ihr ein bisschen Startgeld und könnt euch vielleicht noch ein cooles Schiff im Spiel davon kaufen, das kann ihr auch nicht schaden. Außerdem gibt es darüber hinaus noch diese Missionen, wo ihr diese Päckchen hier sammeln könnt, die haben keinen großen Wert im Spiel, also diese Mission bringt glaube ich 5000 Ingame-Geld, das könnt ihr fast ignorieren, aber gerade für Neulinge unter euch, macht die Mission auf jeden Fall, die findet ihr im Personal-Tab im Quest-Manager und die Mission führt euch einfach an verschiedene Außenposten und dort könnt ihr diese Geschenkpakete quasi abholen und in die Gebäude reingehen und dort die Lootkisten durchstöbern und euch ein bisschen Ausrüstung sammeln, ein bisschen Geld verdienen. Das ist schon eine ganz gute Kombi gerade für den Einstieg. Ihr könnt ein bisschen das Verse kennenlernen und einfach machen. Einfach machen, das ist eine schöne Sache eigentlich für Neulinge. Für alteingesessene Hasen ist es eigentlich nur ein Screenshot-Generator, denn wir haben zwei Contests laufen, nämlich einmal einen Luminelia-Screenshot-Wettbewerb, wo ihr zum Beispiel sowas hier machen könntet, ne, irgend so eine Screenshot-Montage. Das wäre dieser Contest hier. Ich verlinke es euch im angepinnten Kommentar, guckt da rein. Es gibt tolle Preise, sehr tolle Preise. Der erste Platz bekommt eine Reclaimer mit LTE, das ist sehr, sehr krass. Der zweite bekommt eine Drake Corsa mit LTE und der dritte eine Argo Raft mit LTE. Ihr müsst nichts weiter tun, als hier draufdrücken auf den Submission-Thread und dann euren weihnachtlichen Luminelia-Screenshot einreichen und die Regeln, die hier stehen, entsprechend auch einhalten. Das kann jeder machen, das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, es schadet nicht, es kostet euch nichts, es ist ganz schnell und easy erledigt und dann könnt ihr hier vielleicht einen dieser coolen Preise abholen, würde mich für euch sehr freuen. So, der zweite Contest ist dann dieser hier, da müsst ihr mit Photoshop arbeiten, das ist ein bisschen komplexer, da müsst ihr eine Holiday-Karte basteln, also eine Art Weihnachtsgrußkarte kann man sagen, mit Photoshop erstellen oder mit einem anderen Tool eurer Wahl. Und könnt hier dann entsprechend auch in den Submission-Thread reingehen, das dort reinposten und habt ihr die Chance auf eine Drake Corsa mit LTE, eine Bano Defender mit LTE oder eine Nomad mit LTE. Also auch wirklich schöne Preise. Guckt euch die Regeln an. Ich verlinke euch auch das unten im angepinnten Kommentar. So, Referral-Bonus habe ich euch schon gesagt, Kalender habe ich euch auch schon gesagt, die Angebote kennen wir auch schon. Was es jetzt noch darüber hinaus gibt, ist, ihr könnt jetzt einen Jahrespass kaufen, wie auch schon letztes Jahr, für die Subscription. Ob sich das lohnt oder nicht, ist natürlich wie immer eure Sache. Was man hier aber sagen kann, ihr bekommt ja sowieso immer, unabhängig von irgendwelchen Rabatten, einen Monat geschenkt, wenn ihr für das ganze Jahr im Voraus subscribt. Und durch diesen 10% Rabatt sind es jetzt 2 Monate. Das heißt, ihr bekommt 12 und zahlt 10. Das gilt sowohl für Centurion als auch für Imperator und lohnt sich insofern also für die, die sowieso durchgängig subscriben möchten. Also hier immer drüber nachdenken. Was noch interessant ist, ihr bekommt als Subscriber einen Coupon, nämlich einen 10% Gutschein oder einen 20% Gutschein, weil ihr hier ja ein ganzes Jahr zusammen habt, ne? Diese Gutscheine könnt ihr einlösen für jegliche Echtgeldkäufe auf der Website, also wenn ihr euch ein Raumschiff kauft, zum Beispiel eine Galaxy, könnt ihr hier also bis zu 20% auf den Kaufpreis sparen.
Es ist aber gecapped, nämlich hier auf 50 Euro Maximalrabatt und hier auf 100 Euro Maximalrabatt. Aber zum Beispiel bei einer Galaxy, mit dem Master Set zum Beispiel, 20% Rabatt, das schmeckt schon. Das ist schon ziemlich gut. Also könnt ihr euch überlegen, wenn ihr sagt, hey, ich subscribe eh immer, dann kauft euch hier diese Imperator-Subscription, nehmt den Gutschein, kauft euch noch ein Schiff, für ganz wie ihr wollt. Ne? Deswegen habe ich vorhin gesagt, leise rieselt das Geld. Muss jeder für sich wissen, was er oder sie hier macht. Ich zeige es euch ja nur. Das sind nochmal hier unten die Game Packages. Ich verlinke euch übrigens auch diese Weihnachts-Website hier unten im angepinnten Kommentar. Ne? Mal alles genau zusammengepackt. Denkt dran, diese ganzen rabattierten Game Packages sind alle Warbond, also nur frisches Geld. Ne? Ganz, ganz wichtig. So, und dann gibt es noch ein bisschen Merch hier: Pullover, Pinguin-Plüsch, diese Pico-Hausschuhe und so weiter. Guckt da mal durch, wie ihr lustig seid, was euch da hier gefällt. Diese coolen Sachen vom letzten Jahr gibt es leider dieses Jahr nicht. Da gab es diese goldenen, ja, dieses goldene Tassenset und so weiter. Also dieses Jahr ist eigentlich kein neuer Merch, was ich so sehe, hinzugekommen. Alles altes Zeug, aber trotzdem natürlich mit recht guten Rabatten, muss man sagen. Könnt ihr euch ja mal reinziehen. So, Kalender, wie gesagt, schauen wir uns dann jeden Tag an, was da Feines drin ist. Macht euch einen Account, angepinnter Kommentar, einfach erstellen und dann jeden Tag ab Sonntag oder ab Sonntag jeden Tag einmal reingucken, Türchen öffnen und einfach mitnehmen. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Übrigens, so hier sah der Kalender im letzten Jahr aus, nur dass ihr mal seht, wie das Ganze dann euch erwartet. Also da habt ihr quasi hier dann diese Türchen, ne, und könnt da jeden Tag draufklicken und dann entsprechend öffnen. Aber aktuell geht das nicht. Wie gesagt, das ist hier die vom letzten Jahr. Die ist aktuell nicht verfügbar, logischerweise. Kommt dann auf der Website, die ich euch unten verlinkt habe. Also könnt ihr euch auch als Favorit speichern und dann jeden Tag reingucken. So, als nächstes kommen wir zu den Subscriber-Items für diesen Monat und da gibt es diesmal Waffen. Ganz weihnachtlich passend ein FS9 LMG für alle, die Centurion-Subscriber sind. Alle Imperatoren-Subscriber bekommen hier die Bullseye, des S71 Bullseye noch oben drauf, also kriegen quasi beide Waffen. Das ist deswegen auch wichtig, weil wenn ihr hier wirklich diesen Jahrespass euch holt, den hier oder den hier, dann bekommt ihr das ja auch noch rückwirkend, ne? Denn diese Subscription könnt ihr noch quasi holen bis zum 13. Dezember. Wer also bis dahin um 21 Uhr deutsche Zeit sich noch anmeldet, der kriegt die Sachen noch nachgeliefert. Außerdem könnt ihr im Subscriber-Shop diese lilane Waffe hier kaufen. Ne? Sind eigentlich ganz nette Dinger. Kosten ein bisschen viel Geld, 6 Euro, 7 Euro pro Stück. Aber gut, es ist ja eure Sache, ne? Ist ja nur ein Gimmick. Denkt dran, von der Subscription werden die CRG-Videoshows, die Livestream, die CitizenCon und andere Media-Events quasi bezahlt, dass also das nicht von den Entwicklungsgeldern abgezogen wird. Dafür ist diese Subscription aktuell da. Und denkt dran, weiterhin, ihr müsst, wenn ihr sowas verliert im Spiel, müsst ihr einen Charakter-Reset machen, immer noch, um das zurückzubekommen, aber könnt ihr theoretisch natürlich tun. Das Fahrzeug des Monats ist in dem Fall die Envil Centurion, also dieses Fahrzeug hinten mit dem großen Hammerhead-Turm drauf, mit 4 großen Size 4 Waffen. Schönes Ding, hat wenig Nutzen im Spiel, muss man leider sagen, momentan, aber es wird nochmal irgendwann hilfreich sein. Und kaufen könnt ihr euch hier theoretisch die Draco Mule, dieses kleine Gefährt mit 2 SCU. Mal gucken, wie spannend das mal irgendwann wird, ob das für euch interessant ist oder nicht. Ihr kriegt auf jeden Fall hier 12 Monate Versicherung mit dem Teil mit dazu und könnt euch das dann vielleicht damit organisieren, wenn ihr mögt. Apropos Versicherung, ehe ich es noch vergesse, natürlich haben diese ganzen Holiday Game Packages eine bessere Versicherung, aber nicht LTE, nein, sie haben aber immerhin 2 Jahre. Ich zeig's mal kurz an dem Beispiel hier irgendeins, das ist mir egal. Über das gleiche drin, 24 Monate Versicherung und 1000 Startgeld. Ich weiß nicht, ob die anderen Packages mehr Startgeld haben. Mal kurz schauen, bei dem hier, gibt's da mehr? Nö, auch 1000 Startgeld, also ist alles genau gleich. Was leider aktuell folgendermaßen doof ist, wenn ihr das in den Einkaufswagen reinlegt hier. Ich mach's mal kurz als Beispiel. Dann könnt ihr euch leider nicht Squadron 42 hier vergünstigt dazu kaufen. Das haben sie offenbar jetzt entfernt nach der IAE. Leider. Das macht die Packages so ein bisschen schlechter. Aber gut, ja, man kommt auch noch anderweitig an Squadron 42. Ich finde es nicht allzu tragisch. Es ist nur schade, hätten sie ruhig hier die Option lassen können. War ja auch während der ganzen IAE bei dem Cutter Game Package möglich. Aber gut, trotzdem, der Rabatt kann sich auf jeden Fall sehen lassen, egal wie man es dreht. Und Skins gibt es auch noch ein paar, wenn ihr noch welche dazu kaufen möchtet. So, soviel mal zum Luminellia und zu den Subscriptions und nun kommen wir zum Inside Star Citizen und zur Alpha 4.0.
Und das werde ich euch heute so ein bisschen anders, als ich das sonst mache, präsentieren, denn heute geht es um das Thema Audio und Sound. Und da will ich natürlich nicht hier den Leuten drüber quatschen. Deswegen werde ich euch jetzt hier vorab sagen, worum es geht und dann am Ende nochmal kurz zusammenfassend aufgreifen. Und dazwischen werde ich euch die einzelnen Audio-Parts quasi abspielen aus dem Originalvideo, dass ihr hört, was hier Sache ist, denn sehen tut man da nicht allzu viel. Also, worum geht's? CRG entwickelt eine neue Sound-Engine, ein neues System, wie sie Sounds im Spiel ja darstellen, dass die besser klingen, dass die mehr Vielfalt haben, mehr auch realistischer sind, und sie nehmen dadurch auch eigene Sounds auf, zum Beispiel in ihrer Tiefgarage, wie ihr gleich sehen werdet, unten im Keller quasi, und werden da machen da verschiedene Arten von Hall-Effekten rein und mischen diese dann quasi aufeinander ab. Das ist normal in der Spielentwicklung, das ist nichts Besonderes. Ich will nur zeigen, oder sie wollen ja zeigen, wie sie das aktuell eben machen. Das Ganze geht in Richtung 4.0, denn sie wollen für Pyro spezielle Soundkulissen aufbauen, die zu den Planeten passen oder zu den Monden passen und die von der Qualität her nochmal deutlich besser sind als die von anderen Himmelskörpern. Zur Erinnerung, aktuell haben wir auf Himmelskörpern im Prinzip gar keinen Sound. Wir haben zwar so ein bisschen Rascheln von Bäumen zum Beispiel bei Microtech oder auch bei Hursten. Ja, aber so eine richtige Soundkulisse haben wir eigentlich nie. Manchmal, wenn wir schießen, dann kommt ein Hall vom Berg, aber das ist alles ganz, 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 ganz minimal. Und natürlich die Schritte auf dem Boden, ja. Aber bei Pyro ist geplant, dass die Umgebungen selber eine Soundkulisse abbilden. Das heißt, dass durch die Winde, wie sie dort eben durch diese, durch die Locations durchwehen, und durch unsere Bewegungen und durch die Tierchen, die da auch rumkrabbeln und andere Sachen, durch Raumschiffe, die da durchfliegen, werdet ihr alles gleich sehen, was ich meine, dass dadurch eine zur Location passende Soundkulisse erstellt wird. Sie arbeiten da viel mit Reverb, mit Hall, mit verschiedenen Effekten, die sie dann miteinander abmischen und erstellen dann quasi diese verschiedenen Sounds, die wir uns jetzt einmal anhören. Und ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß. Ihr seht und hört also hier, dass es um das Thema Hall geht, den die Umgebung auf uns Spieler abwirft. Und es wird mir hier ein Beispiel gemacht mit einem Telefonanruf in einem kleinen und in einem großen Raum, wie das Ganze dann auch in Star Citizen mal sein soll. I can't talk right now. We're filming. I'm gonna call you back. Thanks. Ah. So that's where I put it. Hey, Mom. No, I'm sorry. We're still filming. I can't talk now. I'll call you back, okay? Thank you. Bye. Check me. Here's one reverb for it, for example. And here's how the other one sounds. Also einige große Unterschiede, je nachdem, wo man sich gerade aufhält. Und was wir jetzt gleich sehen, ist, wie CRG das Ganze erstellt. Ich sagte vorhin gerade schon im Keller, also in ihrer Tiefgarage. Da haben sie ihr in Anführungsstrichen Soundstudio für solche Geschichten und für verschiedene andere Effekte, die sie da erreichen möchten. Und wir schauen mal und hören vor allem rein, wie das dort funktioniert. Ja, das klingt vielleicht komisch, ist aber so. So werden halt Sounds gemacht, auch bei Anime-Nachvertonungen und bei vielen anderen Bereichen auch und eben auch in der Spielentwicklung. Und wie das Ganze sich anhört, wenn es dann ordentlich im Spiel drin ist oder zumindest mal vorab drin ist, weil ihr wisst, das ist nur ein kleiner Showcase, es ist noch nicht in aktiver Produktion, es ist sozusagen kurz davor, das schauen wir uns jetzt mal an.
So that is a quick look into one aspect of sound design for Star Citizen. I hope you enjoyed. Ja, also ihr seht, da ist noch Luft nach oben, aber denkt dran, das ist nur eine Art Pre-Entwicklung. Also das ist noch nicht in aktiver Produktion, sie experimentieren, sie bauen da Sachen gerade um, es wird in Produktion gehen und dann wird es entsprechend hoffentlich auch mit 4.0 ins Spiel reinkommen, vielleicht auch schon ein Teil davon eher. Ihr wisst ja, wir testen das auch gerne schon mal in Ständen aus. Aber es ist der nächste Schritt in Richtung 4.0 und in Richtung Pyro und sicherlich wisst ihr auch, es ist am Ende wie bei Filmen und wie bei Serien, die Musik ist locker die Hälfte des ganzen Spiels. Das ist im Gaming genau das Gleiche. Locker die Hälfte ist der Sound, die Qualität des Sounds, die Musik und alles, was man irgendwie hört. Wir sind ja alles Menschen. Wir nehmen mit unseren Sinn das Ganze wahr. Und die Immersion erzeugt man eben auch gerade durch Sound. Guckt euch Spiele an wie Alien Isolation. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und sie arbeiten ja noch an vielen anderen Sachen nebenbei, die auch in diese Richtung gehen. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber es war an sich ein schönes Inside Star Citizen, wo sie uns wirklich nochmal gezeigt haben, ja, woran sie da aktuell arbeiten, wie da die Wege sind, aber trotzdem, es ist noch entfernt und wir müssen noch Geduld haben, bis diese Sachen ins Spiel reinkommen. Und ihr könnt ja mal Feedback geben, wie ihr diese Sounds fandet. Ich fand sie schon durchaus besser als das, was wir aktuell haben, aber wie gesagt, es ist noch Luft nach oben, so richtig, also gerade die Schritte, ich finde die Schritte, die klingen noch nicht so wirklich gut, die sind A, viel zu laut und B, irgendwie komisch gehallt worden, ich weiß nicht, aber es war ja auch nur, wie gesagt, so ein kleiner Showcase, um mal den Hall generell zu demonstrieren, also es geht jetzt nicht um spezifische Sounds, sondern es geht wirklich um diesen Reverb, also um diese, ja, wie sagt man dazu, diesen Hall-Effekt, der erzeugt wird von den Locations, um diese Abmischung davon. Ja, so viel mal dazu. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und wie ihr euch fühlt mit diesen Sounds oder wie würdet ihr euch fühlen in Pyro mit diesen durchaus teilweise gruseligen Sounds. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend um 16.45 Uhr oder 16.50 Uhr fange ich heute an mit dem Stream, denn heute gibt es im Star Citizen, oder bei uns im Stream, schauen wir uns im das Star Citizen Live an. Denn dort geht es um die Master-Modi, also das Rework des Flugmodells von Star Citizen. Und das dürfte sicherlich sehr, sehr interessant werden. Ich weiß nicht, ob wir es komplett gucken. Das kommt darauf an, wie interessant es wird. Kommt einfach rein, wir schauen es uns an. Wir haben noch unser Giveaway, ein Tumbril, Tumbril Ranger TR, also dieses Motorrad mit den Rädern und diesen Waffen dran, dieses Batbike quasi. Das läuft heute noch durch, wird auch heute dann gezogen zum Ende vom Stream. Und wir haben einiges vor, heute ein bisschen Multi-Crew-Action mit meinen Mods zusammen. Ihr könnt auch ein bisschen mitspielen nachher, wird auf jeden Fall eine schöne Runde. Wir haben doppelte Stars heute und auch doppelte Bonus-Stars. Passend zum Luminalia. Bringt also dann gerne auch eure Fragen und Themen zu Luminalia und alles andere gerne in den Stream mit rein. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. With 65 degrees, last time I was down on my knees. The last time I heard you speak. You shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on the road?